ich, das ist ja auch ungerecht. Ich habe mir mal einer erklärt, ne? Zum Beispiel, also Druckerzeugnisse und Filme, ne? Die sind ja gegenüber, zum Beispiel gegenüber der Schallplatte, also mit einer Kulturgutpräferenz versehen. Das heißt, da wird nur der halbe Satz besteuert, ne? Ja, dann müssen Sie sich mal vorstellen, nicht? Dann ist quasi eine Symphonie von Beethoven auf Schallplatten, nicht? Die ist quasi gegenüber so einem Pornoheft der letzte Dreck, ne? Sagt der Gesetzgeber, ne? Hab auch schon viele Schallplatten gemacht, ne? Aber was meinen Sie, wenn die Veröffentlichungsfeste waren, denn wenn die Firma da gesagt hat, hier jetzt, das wird veröffentlicht. Gab es große festliche Anlässe, ne? Ja, da wurde natürlich dann auch mal so ein bisschen was getrunken und so weiter. Ne? Will ich alle gar nicht erwähnen jetzt. Ich meine nur, dass wenn die wollen, ihr Lebensmittel soll ja auch jetzt immer noch halb so viel sein oder was. Ja, dann soll ja wohl eine Flasche Cognac mehr wert sein als so eine Symphonie von Beethoven. Ne? Was der Gesetzgeber kann, das kann ich auch nehmen. Hab dann noch so einen alten Cognac aus dem letzten Jahrhundert. Habe ich noch im Keller Flaschen, habe mir mal so eine Schauspielerin geschenkt. Ne? Ja, da muss ich jetzt mal langsam bei, sonst gibt der um. Ne? In meinem Keller ist das auch immer jetzt so dreckig, weil da so eine große Ritze ist unter der Tür. Kommt man alle gar nicht nach dem Fegen und nichts. Ne? Ich weiß jetzt im Moment gar nicht, wenn ich das ganz ehrlich sagen darf. Was hatten Sie mich jetzt überhaupt gefragt jetzt?